Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Heute machen wir das Fazit über das Funhole Set 9037, den sogenannten Kuhstall. Jawohl. Clemmy hat bereits viele Bilder gemacht. Ja. Da die kommen dann alle so irgendwie dazwischen. Und jetzt, erzähl mal was. Ein paar Daten, gerne. 1368 Teile, eine UVP von $79,99. Ich habe mal durchgezählt, das sind 47 Drucke, ohne das, was auf Figuren und Tieren drauf ist. Den Preis habe ich nicht ganz verstanden. $79,99. Habe ich doch richtig gehört. Mit Beleuchtung. Windrad. Drei Kühe, ein Hund, eine Katze, eine Ratte, ein Hahn, der hier oben drauf ist, ein Ten und zwei Minifiguren. Und eine Schubkarre. Und ein Kran. Einen Kran. Ja. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Ja. Ja. Leider war die PDF-Anleitung noch nicht da, deswegen war es ein bisschen schwieriger, aber wir haben es gut hingekriegt. Und es hat wirklich Spaß gemacht, absolut. Das ist ein tolles Gebäude. Die Tore kann man aufziehen. Jawohl. Steht auf dem Drehteller, die ist ein bisschen schwieriger. Ja, der dreht sich dann immer mit. Die Kuh, die hier draußen ist, die hat sich nicht schlecht benommen. Sondern die wird gerade gemeldet, ne? Oder was ist Kuhpflege. Was? Kuhpflege. Kuhpflege. Ja, Hüfe, Hufen machen. Wie bei den Schlitten, die Kufen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Was soll ich da groß dazu sagen? Schmeißen wir das Ding an. Darf ich erstmal die Minifiguren zeigen und so? Ja, kannst du machen. Denn dazu brauche ich auch Licht. So, hier haben wir die zwei Minifiguren und den Hund. Wirklich gut gemacht. Die Beine von der männlichen Minifigur sind unten bedruckt. In Mattfarben, finde ich genial. Dann haben wir hier noch die Katze und die Ratte. Die Ratte soll auf die Batteriebox. Nee, kommt nicht drauf, weil wir sie gar nicht mit Batteriebox machen. Genau. Sondern mit Direktanschluss, der ebenfalls dabei liegt. Ja. Und dann haben wir hier das tolle Windrad. Die ganzen Blätter vom Windrad sind alle bedruckt. Genau. Kleines Manko, der Wind wird nicht mitgeliefert. Genau. Und nein, es produziert keinen Strom. Nein. Wurde gestern im Stream schon gefragt. Und Räder hat es auch keine, bis auf das große. Genau. Hier hinten ist dann noch der Windrichtungs... Der, da ist auch nochmal bedruckt mit Funhole drauf. Und unten ist ein kleiner Brunnen. Finde ich gut gemacht. Kann man extra stellen dahin. Ihr wisst, will. Wofür dieser Winddreher aus dafür da ist. Warum ist er da? Wasserförderung. Nein. Ich stell das Ding nochmal vor. Wofür ist das Ding da? Achso, und damit es in die Windrichtung gedreht. Genau. Deswegen nicht um die Ecke. Ja. Und das dreht sich dann in die Richtung, wo es... Umgedreht, um zu zeigen. Ja. Deswegen, das hätte man anders machen können. Hat man Kann aber man noch nicht. Anders machen. Aber das ist eben selbst belassen. So, ja gut, das wäre geklärt. Genau. Wie in einem anständigen Klärwerk. Hier draußen haben wir auch jede Menge frische Milch. Auch mal ein paar leere Gläser. Die gerade frisch gewaschen werden. Ja. Dann hier die Kuhpflegestation. Mit Eimern. Ja. Ein toller Aufdruck, der über drei Fliesen geht. Hier oben dann das Tor für den Heuboden. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen Lichtchen machen. Genau, dann mache ich das Licht mal hier vorne aus, sonst sieht man nichts. So. Und dann einmal schwindelig werden. Genau.
Ein Problem bei der Beleuchtung sind die Panels. Bei der roten Farbe. Ja, die scheint dadurch. Scheint das dadurch. Es ist hauptsächlich hinten so und von daher alles okay. Vorne sieht es top aus. Und dahinter guckt man eigentlich kaum. Hinten hat man auch mal eine Tür. Bretter, also die Bretter in Scheunen sind meistens nicht ganz dicht. Ja, das sowieso nicht. Und da ist es schon okay, kann man so lassen. Genau. Absolut toll. Die Dächer sind auch sehr, sehr gut gemacht. Hier hinten, das Tor kann man auch auf und zu machen. Ja, direkt zum Kuhstall. Hier dahinter befindet sich die Milchabfüllanlage bzw. Milchtank. Ja. Dann werden jetzt noch jede Menge Bilder dazu kommen. Ja, machen wir erst ein paar Bilder und dann machen wir es auf. Ja? Ja. Okay. Gut, erstmal ein paar Bilder von außen und dann. So, nachdem ihr jetzt die Bilder gesehen habt, da wird dann Clemmy jetzt hier den großen Öffner spielen. Genau. Erstmal müssen wir die Batterienbox hier runternehmen, weil hier hinten gibt es eine schöne große Tür, die man aufmachen kann. Da ist dann auch eine Make-Anlage drin. Jetzt hat man Zugang von hinten, um es zur Schubkarre. Genau, zur Schiebkarre oder Schubkarre. Und in dieser Schubkarre gehört laut Bauanleitung dieser Haufen Mist rein. Genau. Das ist ein Kuppelstein, kein Mist. Soll aber Mist darstellen. Eben. Genau. Ist ja auch genügend Misthaufen sind ja drin. Ja, finde ich gut. Ja? Sehr detailliert. So. Nächster Schritt, was wir dann machen können, ist die Dächer abnehmen. Die liegen einfach nur auf. Man einfach abnehmen und dann kann man reingucken, es bespielen. Das brauchen wir, um es dann vorne gleich zu bespielen. Ich zeige euch jetzt am besten mal ein paar Bilder von der Innenseite von unten, was unten so los ist. Ja. Genau. So, das waren jetzt die Bilder von der Innenaufnahme. Ich lasse das Ding mal wieder ein bisschen rotieren. Durch Zufall habe ich eben gerade gesehen, dass ich mich verzählt habe bei den Drucken. Es sind 50 Drucke. So. Vielleicht schauen wir uns mal oben den Boden an, den Heuboden. Da gibt es auch noch was Interessantes. Vorne? Ja, so.
dann würde ich sagen, das war's für heute. Jawohl. Und wir verabschieden uns mit, wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschüss.